Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe jemanden dabei, und zwar ist das der Joachim. Wir kennen uns mittlerweile ein paar Jahre, sind auch gut befreundet miteinander, haben einige Gemeinsamkeiten, darüber sprechen wir gleich noch. Und ja, der Joachim ist auch ein mittlerweile sehr erfolgreicher Optionshändler, und deswegen will ich ihn heute einfach mal so ein bisschen ausfragen über seine Erfahrungen, über seine Fehler, über das, was er anders machen würde, das, was er wieder machen würde, all das und mehr jetzt im Video. Ich habe schon gesagt, wir haben Gemeinsamkeiten, und zwar die wichtigste Gemeinsamkeit ist, neben unserem blendenden Aussehen, ist natürlich, wir sind beide Zwillingsväter. Ja. Du hast Jungs, ich habe Mädchen, das heißt... Da kriegen wir was hin. Da kriegen wir was hin, unter Umständen. Ja. Ja. Wobei deine Jungs jünger als meine Mädchen sind. Also ist heute kein Hinderungsgrund. Ist heute kein Hinderungsgrund mehr, stimmt. Okay, also das könnte klappen. Aber wir haben natürlich noch mehr gemeinsam, denn wir sind... beide jetzt seit einigen Jahren im Optionshandel dabei, und wir haben sogar unabhängig voneinander fast zur gleichen Zeit mal angefangen. Ne? Du hast ja auch schon lange Erfahrung mit dem Optionshandel. Erzähl mal, wie bist du denn zum allerersten Mal mit dem Optionshandel in Berührung gekommen? Das war zu meiner Sparkassenlehrzeit 1998, und zwar habe ich da angefangen, so im Halbwissen Optionen zu verkaufen, natürlich auf den DAX, weil das war das nächstliegende. War das damals noch die TDB oder hieß die schon Eurex? Nein, DTB. Da habe ich auch meine ersten Abrechnungen her, die habe ich heute noch. Okay. Die DTB-Abrechnung, Deutsche Terminbörse, habe ich immer so ein bisschen behalten, nämlich auch als Warnungsbeispiel, komme ich gleich drauf. Und dementsprechend habe ich dort damals in der Sparkasse tatsächlich auch über die Sparkasse an sich gehandelt. Das ging damals, erstaunlicherweise sogar auch damals auf Margin, soll man nicht glauben, aber es ging. Und naja, dann kam die Asienkrise 1998, wie viele auch noch wissen. Und die hat mich natürlich auch getroffen, weil ich da nicht so gehandelt habe, wie ich heute gehandelt habe, was das Thema Money Management beispielsweise anbelangt. Und damals war es ja noch D-Mark sogar. Ich habe bei Null mal angefangen, ganz klein, habe mir damals genau 30.000 Mark zusammengespart gehabt über die Option, ja, immer wieder, hat immer geklappt über die Monate, immer Short Putz geschrieben, hat wunderbar geklappt, dann kam Asienkrise und man wusste nicht, was man tut, und dann die Margin hochgeschossen im Konto, im wahrsten Sinne des Wortes. Damals war die Sparkasse so gnädig, hat alle Margin-Buchungen durchgebucht, sodass ich auf einmal, 1998, war 21, Kontoauszüge nach Hause geschickt gekriegt habe mit 100.000 Mark und ähnlichem, die ich im Soll war, ganz einfach, weil die Margin durchgebucht wurde. Ja, was heißt durchgebucht? Ja, damals war es so, dass es tatsächlich echte Buchungen gab. Also das heißt, es ist ja nicht wie heute, dass da so eine Netto-Liquidität und Margin ist, sondern da war wirklich eine Buchung auf dem Konto, dass die mir von meinem Girokonto auf dieses Handelskonto 100.000 Mark drüber gebucht haben, um das auszugleichen. War halt so bar hinterlegt. Ja. Naja, da musste man irgendwann die Position glattstellen, und aus 30.000 Mark Gewinn ist in diesem, das muss im August, September gewesen sein, sind dann sage und schreibe minus 20.000 geworden. In was für einem Zeitraum ungefähr? Was schätzt du? Von dem Hoch bis zum Tief? Das waren fast genau anderthalb Jahre. Also ein Jahr und drei, vier Monate lief es richtig gut, und dann halt die letzten zwei Monate haben mich dann... Also zwei, das meine ich jetzt, zwei Monate Drawdown und dann von 30 auf, also quasi 50.000 in zwei Monaten, ja, versemmelt. Da ist ja alles jeden Tag runtergeplumpst, und ich war voll mittendrin, stand nur dabei. Ne? Und dann habe ich damals einen Bausparvertrag vorfinanziert bekommen, um meine Schulden wieder auszugleichen, und habe diese 20.000 Miese halt langfristig abgezahlt. Über viele, viele Jahre dann, habe ich auch mal so... Habe ich auch so ein Erlebnis gehabt, okay. Ich nehme mal an, der Hauptfehler, ohne es jetzt genau zu wissen, war aber wahrscheinlich Position ein bisschen zu groß. Nicht nur ein bisschen zu groß. Aus heutiger Sicht wahnsinnig, was man gemacht hat, aber es ist ja gut gegangen. Und natürlich hatte man da auch noch überhaupt keine Ahnung vom Rollen. Ich habe damals mit 30.000 Mark, also 15.000 Euro Margin gehabt, oder habe es ja bar hinterlegt gehabt. Und ja, da schoss ja die Margin damals hoch. Heute weiß ich auch, was richtig Margin bedeutet. Damals war das ja nur so eine Sache, die musste hinterlegen, wurde einem erklärt. Und da hat es einen zerrissen, ne? Weil ich habe nachher ja fast vier, fünf Kontrakte gehandelt gehabt. Okay. Und die auch immer bis zu verfallen lassen. Also ich habe auch da keine Regeln gehabt, sondern ich habe einfach die verkauft, so und so viele Punkte unterm DAX, lass laufen, damit war der DAX ja 4.500, 5.000, dann ist er runtergerauscht auf 3.500 meines Erachtens. Und da war ich halt voll drin, weil die Positionsgröße war viel zu hoch. Und die Auswahl der Optionen war auch so mehr oder weniger Pi mal Daumen oder...
Also damals habe ich so gemacht, die nächste Fälligkeit immer, also ganz kurze Laufzeiten. Mhm. Dafür war ich halt näher ran und ich habe mich halt immer auch in Beträgen orientiert damals. Dann, ich war ja noch Auszubildender auch, als ich damit mal angefangen habe. Und da hat man sich natürlich über 500 Mark, so ungefähr war immer die Prämieneinnahme. Ich weiß gar nicht, ob das dann ein oder zwei oder drei Kontrakte waren. Die wollte ich immer gerne haben als Taschengeld und damit das zusammengespart. Und nachher, um die 30.000 zu erreichen, musste ich natürlich mehr Kontrakte machen. Mhm. Und dann war es nachher viel zu viel. Okay, okay. Wie bist du eigentlich, bevor das jetzt passiert ist, dann aber überhaupt zum Handel von Optionen gekommen? Das ist ja, war ja wahrscheinlich, damals war ja 89. 98, das war ja so eher so die Zeit des neuen Marktes. Alle waren auf Aktien scharf, alle haben Aktien gemacht und so. Warum ausgerechnet Optionen? Warum ausgerechnet Optionen? Das ist wirklich eine gute Frage. Aber ich habe mich halt immer für Börse als Hobby interessiert. Ich habe damals das Sparkassen-Börsenspiel gewonnen und wollte auch immer wissen, was geht noch drumherum. Und einige Kollegen hatten das in ganz kleinen Rahmen gemacht. Und ich denke, das kannst du auch machen. Und so bin ich da auch reingekommen. Mhm. Weil das war damals zwar sehr exotisch, aber wir haben es dann so in der Gruppe mit 5-6 Leuten gemacht. Vor denen heute übrigens keiner mehr handelt. Den ging es wahrscheinlich in dieser speziellen Situation genauso, oder? Ja, also da hat es einige echt zerrissen, ne? Okay. Muss man echt so sagen. Auch Friends and Family, wie man so schön sagt, mhm. Da sind leider auch einige wirklich Existenzen draufgegangen. Ganz einfach, weil es halt ahnungslos gemacht wurde. Es mhm. hat nichts mit dem Produkt an sich zu tun oder mit den Strategien, sondern wenn ich einfach nur stupide riesen Kontraktanzahlen verkaufe, ja, dann kommt der schwarze Schwan. Man weiß nicht, was man macht und das war es dann halt. Ne? Heilsamer Schock oder erstmal Frustration und sagen, das Ding in die Ecke und erstmal nichts mehr machen mit Optionen? Also erstmal natürlich ein heilsamer Schock, aber irgendwie muss man ja weitermachen. Ja. Und die Frage ist dann, was hat man gemacht zwischen den Jahren? Dann hat man sich mit Aktien mehr beschäftigt, man hat einfach mal Optionen sein lassen, weil es dann ja auch nicht mehr ging. Das heißt, die Sparkasse hat natürlich damals gesagt, wir geben das alles auf, ne? Angestellte sowieso nicht mehr. Dann war ich halt Zivi sowieso und dann bin ich da rausgekommen aus der Sache, habe ein paar Aktien noch gemacht, aber erstmal ein paar Jahre Pause mit den Optionen, weil es gar keine Vehikel gab, um da irgendwas zu machen. Wie kam dann wieder der Einstieg in den Optionshandel und warum eigentlich? Ja, der Einstieg kam dann wieder, um zu sagen, irgendwas muss ich ja mal machen, damit man auch diesen Cashflow hat im Monat oder sich unabhängiger zu machen von seiner Selbstständigkeit, die ich ja dann seit 1999 hatte. Also du bist selbstständig als oder warst bist als? Ja, selbstständiger Finanzberater für Finanzierungsprodukte vor allem, ne? Und habe das Hobby Börse aber immer weiter gepflegt und irgendwann hat mir der Apple Store dein Buch vorgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch bin ich wieder in diesen Optionshandel reingekommen und habe mich wieder mit beschäftigt. Mhm. Gesagt, wie kannst du das vernünftig machen? Und da fiel mir halt dein Buch damals in die Hände, was ich gelesen habe. Und dann bin ich darauf wieder eingestiegen. Mhm. Weißt du da noch, was dann die erste Option wieder war, die du dann gehandelt hast? War es wieder eine DAX-Option oder war es was anderes? Es war keine DAX-Option. Ich meine, es war ZS, also Sojabohnen. Okay. Damals, das war der erste Trade, den ich dann auch über den echten, also richtigen Broker gemacht habe. Und das waren die Sojabohnen. Das war der erste. Damals standen die auch noch wesentlich höher als heute. Also jetzt sind wir ja bei 1000 und ein bisschen hin und her. Und damals war die ja noch bei 1,3 oder 1,4 in den Dreh. Und das war damals Short Call. Stimmt, wir hatten ja 2018 hoch und dann hatten wir nochmal so eine Rohstoffrallye bis 2011. Ungefähr 2011 kam das Buch auch, also 2011 kam auch das Buch raus und zwar genauso in diesem Hoch, wo es auch damals noch 500 Dollar für einen Put oder für einen Call gab. Also es war ja damals so diese Zielgröße, ne? Wir wollten 500 Dollar bekommen, auch lange her, dass wir das bekommen haben. Wenn du jetzt mal die Unterschiede festmachen würdest zwischen dem, was du schon 2011 dann wieder gemacht hast, 2011-12, mal noch gar nicht, was du heute machst, sondern 2011-12 und zu dem, was du zu deinen Anfängen gemacht hast. Was waren so die gravierendsten Unterschiede da? Thema Sicherheit. Ganz einfach zu sagen, die Sachen klein zu halten. Mhm. Und lieber langfristig gedacht, anstatt kurzfristige Rallyes mitzunehmen. Mhm. Und vor allem auch Zeit, nicht nur die Zeit daran investieren und sich darum kümmern, nach dem Motto, das ist jetzt eine Art Daytrading oder so. Das löst ja viel mehr Unbehagen aus, als wenn man sagt, ich mache etwas, wo ich dann ein-, zweimal vielleicht in der Woche sogar nur gucken muss. Klar ist es heute natürlich mehr, aber damals war es so, dass ich dann ganz klein wieder angefangen habe, mich rangetastet habe, um einfach mehr Sicherheit zu gewinnen. Mhm. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal weiterspinnen und sagen, 2011-12, dein zweiter Anfang in diesem Metier und jetzt 2016, also ja nochmal 4-5 Jahre dazwischen. Was ist jetzt heute anders als vor 4 oder vor 5 Jahren?
ganz klar einmal, dass man Systeme handelt, die auch durchhandelt nach den Regeln und nicht hätte, wenn und aber, auch wenn man im Rückblick ist ja alles ganz easy, aber es ist halt, mit Prognosen tue ich mich schwer, vor allem wenn es die Zukunft betrifft. Und das ist da auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist leider nicht von uns. Kannst du übernehmen. Tja, da hat irgendjemand Schlaues mal gesagt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und er hatte recht, weil es sind Wahrscheinlichkeiten, die wir handeln. Und deswegen die Positionsgröße und das Money Management ist eigentlich der entscheidende langfristige Erfolg im Optionshandel. Ich hatte ja dieses quasi, blasphemisch jetzt gesagt, Erweckungserlebnis 2008 mit einer Short-Call-Position im Weizen. Ne, sonntagnachts aufstehen, schauen, wie wird das Wetter in Chicago, hoffentlich regnet es, damit der Mist endlich mal fällt. Ist natürlich nicht gefallen. Ne? Und das stimmt, das ist dann so der Punkt, den man dann hat. Bei mir war ja noch eins so, dass ich in den letzten Jahren das Thema Volatilität immer mehr so beachtet habe. Also am Anfang, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, vor 11 Jahren Optionen zu handeln, es gibt Volatilität, aber naja, okay. Und das ist jetzt, ist ja immer mehr geworden und eben auch gerade mit der Anpassung der Positionsgrößen. Also das heißt, schon verkaufen auch bei niedriger Vola, aber eben sehr, sehr klein und dafür eben aggressiv werden, wenn die Vola wirklich explodiert. Wie ist das bei dir? Wie war das bei dir? Ja, die Vola die Kennzahlen der Volatilität habe ich ja auch erst richtig kennengelernt durch unsere Seminare, die wir gemeinsam hatten, was ich da lernen konnte. Und jetzt mache ich es wirklich auch so. Ist die Vola unten, handle ich trotzdem, wenn die Richtung passt, ne, wenn man wirklich absehen kann, da ist ein Trend, ich nehme den Trend also mit, aber dann wirklich mit einer ganz kleinen Position, sodass ich im Notfall immer rollen kann und immer aus irgendetwas rauskommen kann, weil dann steigt da meistens auch die Vola, wenn was passiert. Wenn ich hohe Vola habe, dann natürlich auch das, was ich mir auf dem Konto vorgenommen habe, mein Risiko, was bei mir momentan im Wohlbefindlichkeitsbereich liegt, irgendwo zwischen 0,7 und 0,8. Da habe ich gelernt, das passt zu mir, das ist ja auch wichtig. Also wenn ich jetzt tatsächlich 1% handeln würde, das würde zu mir zurzeit nicht passen, was wäre mir einfach zu viel Geld. Sag ich so, wie es ist. Und ich fühle mich wohl zwischen 0,7 und 0,8. Und wenn ich dann einen Kontrakt nur handeln kann, weil die Vola unten ist, ist das schön. Steigt die Vola an, gehe ich aber richtig in den Markt mit rein und mache dann auch das, was erlaubt ist, was ich mir persönlich für mein Konto erlaubt habe. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass es diese Lehrbuchmeinung, du musst so und so viel Prozent von einem Konto pro Trade riskieren, totaler Blödsinn ist. Also es gibt sicherlich eine mathematische Obergrenze, wo man sagt, wenn du mehr als das machst, bist du im Grunde genommen über kurz oder lang pleite. Das wird einfach so passieren. Oder zumindest so weit im Minus, dass du nicht mehr rauskommst, mental. Aber ansonsten muss man das einfach frei entscheiden. Der eine sagt eben 0,3, der andere sagt 1,0 oder du eben 0,7. Hängt natürlich auch von der persönlichen Kontogröße ab und eben auch diesen Wohlfühlfaktor einfach. Ne? Dass man sagt, okay, wo fühle ich mich persönlich wohl? Und dann ist auch völlig egal, was irgendein anderer sagt. Dann muss man eben sagen, und tendenziell immer lieber weniger als mehr. Ne? Also lieber in einem Trade weniger machen als mehr. So, wobei man fairerweise sagen muss, auch vielleicht für alle, die Neueinsteiger sind und ein relativ kleines Konto haben, dass die natürlich auch gar nicht so variieren können. Ne? Also deswegen bei jeder Volatilität handeln ja, wird allerdings mit einem größeren Konto auch einfacher, weil man immer sagen kann, da mache ich nur einen Kontrakt, bei hoher Vola mache ich halt drei zum Beispiel. Ne? So. Wobei dann das größere Konto natürlich auch andere Ansprüche hat, weil du einfach mehr Position haben wirst aufgrund der Diversifikation, die man einfach haben sollte im größeren Konto. Dann macht es halt mehr wirklich Sinn zu sagen, ich nehme ein bisschen was aus dem Forex-Bereich, ich nehme ein bisschen was aus den Getreiden und so weiter, ne, aus den Frühstücksflocken und was man so hat. Das ist einfach schöner, weil man merkt eins, der Zusammenhang der einzelnen Märkte spielt nicht mehr so die Rolle. Ja, ich habe also dadurch mehr Sicherheit, muss dann aber auch nicht mehr dieses berühmte 1% investieren, sondern meine Wohlfühlgröße haben. Und das macht die Sache natürlich schön. Ja. Ne? Weil klar, man möchte gerne immer 20-30% haben im Jahr, aber je größer das Konto wird, desto anspruchsvoller wird das ja auch. Ne? Ja. 50.000er geht relativ fix, aber wenn man dann im sechsstelligen Bereich ist und dann auf einmal pro Position 2.000-3.000 Euro vielleicht hat, dann sieht die Welt auch schon anders aus. Wobei ja dann im Grunde genommen auch die absolute Zahl viel wichtiger ist. Ja, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine bestimmte Summe, die ich im Jahr verdienen möchte, dann ist es eigentlich relativ egal, ob das jetzt
10% oder 20% sind, Hauptsache es ist die Summe. Ne, beim kleinen Konto, wenn du ein 5.000er Konto hast und du machst 20%, dann sind es trotzdem nur in Anführungszeichen 1.000 Euro. Das macht dann, ist toll für jemanden, der am Anfang einsteigt und lernt, der muss es ja auch so lernen. Aber je größer das Konto ist, umso mehr sind dann auch die absoluten Zahlen interessant. Und das merke ich ja auch immer bei allen Rückmeldungen, dass je größer die Konten sind, diejenigen, die handeln, immer mehr auf das absolute Zahl achten, sagen, hey, ich möchte diesen Monat 3.000 Euro verdienen oder 4.000 oder 5.000, egal wie viel das jetzt Prozent sind. Ne? Weil das, im Grunde ist das ja das, was man so vorhat. Absolut. Fehler sind ja immer gut, weil man daraus lernt. Ja. Ne? So, und deswegen ist es ja auch gut, dass man Fehler gemacht hat, weil nur hat man das gelernt. Jetzt waren ja trotzdem manche Fehler sehr, sehr teuer. Lassen wir mal diese Anfangsstory weg von vor zig Jahren. In den letzten 4, 5 Jahren, was waren so die gravierendsten Fehler, die du gemacht hast, aus denen du aber auch was gelernt hast, und was hast du gelernt und was hast du daraus dann vielleicht in deinem Handeln verändert? Also was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, was macht der Kopf, die mentale Stärke. Da bin ich ständig am Arbeiten an mir, um das immer wieder zu verbessern, weil aktuelles Beispiel war dieses Jahr, wäre eigentlich super genial, obwohl es für mich persönlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr war, weil ja auch die Wohler sehr viel unten war. Wir hatten viele Seitwärtsmärkte, ist nichts passiert. Dann hatten wir aber im Januar den Einbruch, den wir alle mitgemacht haben. Und da habe ich zwei Fehlentscheidungen getroffen, die mir das Jahr verhagelt haben. Daraus habe ich aber eins gelernt: ruhig bleiben, rechtzeitig rollen, ja, und nicht denken, das wird schon wieder. Ich kenne auch das Gefühl, ne, da steigt ein Wert, ich habe einen Short Call und der geht an die 100%-Grenze, nach der ich arbeite. Und an dem Tag, wo ich ihn glatt stelle, um ihn zu rollen, nächsten Tag bin ich mir ganz sicher, er fällt. Mache ich es aber nicht, ist es oft schon passiert, dass es dann weiterging. Und das ist so zwei Lehren, die ich gezogen habe: ruhig bleiben, stark sein, was den Kopf angeht, und seine Regeln beachten. Jetzt muss man so ein bisschen zur Klarstellung gleich sagen, wir haben uns heute, du bist ja schon den ganzen Tag jetzt bei uns, wir haben uns heute ein bisschen über Performance unterhalten, auch über deine Performance. Wenn du sagst, dir hat das Jahr verhagelt, das betrifft aber nur das Anfang des Jahres, weil mittlerweile ist deine Performance an diesem Jahr auch wieder super. Ne? Also das ist ja, die ist ja wirklich sehr, sehr gut. Also da muss man sich nicht verstecken. Da wären viele, viele froh, wenn sie diese Performance hätten, aber die wäre halt exorbitant, wenn das im Januar nicht gewesen wäre. So, also das nur zur Klarstellung. Aber nochmal das mit dem Thema Kopf. Was sind denn so gute, aus deiner Sicht heraus, was ist denn so eine Möglichkeit, seinen Kopf in den Griff zu bekommen, diesen Teufel da wegzubekommen, der sagt, ja, mach's nicht und so. Ne? Was mal aus der Praxis, was machst du denn, wenn du in so eine, wir kommen ja alle immer wieder in diese Situation, was machst du dann? Also zwei Sachen gibt es. Einmal die ständige Weiterbildung. Ich bin ein Bildungsfan. Ja, ich investiere da auch sehr viel in Persönlichkeit, Weiterentwicklung rein, ob das Bücher sind, Präsenzseminare oder ähnliches. Aber das ist schon eine wichtige Sache im Trading-Bereich. Und auf der anderen Seite, dass man jemanden an seiner Seite hat, ob das ein Coach ist oder wie man das auch immer nennen will. Das will ich jetzt mal sekundär lassen. Wichtig ist jemand, den man hat, mit dem man sich austauschen kann in solchen Situationen. Weil ich vergleiche das auch immer mit ein guter Tennisspieler, warum hat der noch einen Coach, obwohl er in der Weltrangliste in den ersten Top 10 steht? Der bräuchte ja eigentlich keinen, der vor allem nicht mehr so gut Tennis spielt wie er selber. Aber er guckt halt von außen drauf und kann das von außen bewerten und bringt den dann wieder in die richtige Linie. Er sagt ja nicht mehr, du musst den Schläger links oder rechts halten, sondern sagt, pass mal auf, mach mal das ein bisschen anders, mach ein bisschen anders und bring ihn dadurch wieder auf die Gewinnerstrecke. Und so ist es auch im Börsenhandel oder auch generell im Leben, dass man jemand, der von außen drauf guckt, eine ganz andere Sicht hat und nicht mehr diesen Tunnelblick, den man selber dann hat. Und dann sagen, alles gut, beruhig dich, mach mal das so, mach mal das so, mach es aber vor allem weiter und gib niemals auf. Wie ist das so mit Routinen? Also ich bin ja so ein Riesenfan von Routinen. Jetzt nicht im Leben, ich habe so ein ganz stumpfsinniges, routiniertes Leben, aber dass man sagt, gerade in dem Job, den man macht, bei uns ist das halt Trading, dass man eben sagt, ich mache ja eine Morgenroutine, ich mache in jedem Trade eine Routine, ich habe eine Überwachungsroutine. Also es ist ja alles quasi in Listen, in Kontrollvorgängen bei mir festgehalten. Mir persönlich hilft das ja auch gerade, den Kopf dann frei zu kriegen. Wie ist das bei dir? Was machst du? Machst du Routinen? Und wenn ja, welche?
Also ich habe eine, ich habe mir selber eine Tabelle gebaut, wie ich damit am besten umgehen kann. Ich glaube, es so was Vorgefertigtes, was man kriegen kann, ist ja nicht das eigene, weil ich weiß genau, was ich zu befüllen habe und was mir auch persönlich weiterhilft. Statistiken helfen weiter. Also ich muss sagen, dass ich absolut Selbstdisziplin haben muss, weil ich nicht gerne aufschreibe und nicht gerne mit Excel arbeite, aber es ist ein Muss, damit man die Kontrolle behält und damit man auch weiß, wie ist denn der Trade damals gelaufen? Woran hat es gelegen? Ich schreibe mir beispielsweise auf, wann der Basiswert, wo stand er bei meinem Einstieg, wann war das? Ich schreibe mir auch die Uhrzeit des Einstiegs auf, um dann mal zu vergleichen. Warum die Uhrzeit? Kurze Zwischenfrage. Ja, aufgrund der Tatsachen, dass man also konkretes Beispiel einfach Öl. Öl nachmittags zu handeln im Vergleich zu abends. Ja? Gibt es da Unterschiede oder nicht? Oder gibt es engere Spreads beispielsweise? Ja. Oder wir haben jetzt in den letzten Tagen immer wieder gesehen, die großen Einbrüche von Öl. Jetzt ging es ja richtig hoch. Aber am Nachmittag, gegen Abend, hat beispielsweise in den letzten zwei Tagen, war es ja was, am Freitag und Donnerstag war es so, dass es ja wieder komplett zurückgehandelt wurde. Und da auch zu wissen, wie behandle ich meine Strangles, die ich schon laufen habe. Da hilft mir die Uhrzeit. Und daraus zieht man viele Lehren. Das ist meine hauptsächliche Routine. Ne? Also ich kann dir da nur zustimmen, das sind so, ich sage, man entwickelt Bauchgefühl. Ja. Ne? Es ist so ein gewisses Bauchgefühl, was man auch nicht beschreiben kann, was man auch nicht irgendwie in einem Buch niederschreiben kann oder sagen kann, wenn du dir das anschaust, dann wirst du das lernen. Es sind einfach so Dinge. Mir geht es so, dass ich durch diese Morgenroutinen, die ich mache, ne? du kennst das mit diesen Tabellen, ja. wie viele Tage sind wir über dem 21er, wie viele Wochen sind wir darüber oder darunter, wie ist das Put-Call-Ratio und all diese Dinge, habe ich für mich persönlich immer ein relativ gutes Marktgefühl für die Aktienmärkte. So. Und das stimmt nicht immer zu 100%, aber ich gehe immer mit einem guten Gefühl ran, nicht vollkommen daneben zu liegen. Also, dass man zumindest sagt, ich wäre jetzt nicht vollkommen von irgendeiner Bewegung überrascht. Und das ist ja ein Bauchgefühl. Und das kann man sich antrainieren, indem man einfach immer wieder solche Dinge macht, immer wieder gewisse Dinge beobachtet. Und dann probiert man auch mal Dinge aus, wo man sagt, ah, das bringt mir überhaupt nichts an Erkenntnis. Andere Dinge bringen einem dann was an Erkenntnis. Deine zwei Jungs, ne? Die sind jetzt, werden jetzt 18, werden sie natürlich jetzt nicht, aber wir gehen mal davon aus, die werden jetzt 18, sagen Papa, gib uns mal ein bisschen Geld, wir wollen jetzt auch Optionen handeln und was sagst du denen als allererstes, was müssen die am Anfang machen, was sollten die am Anfang machen? Sich auf Systeme von Anfang an einlassen, die gewisse Routinen immer wieder mit sich bringen. Ja, also dieses ganz Neue, was erfinden, muss man eigentlich nicht, sondern es geht darum, bestehende Systeme vielleicht auf sich selber zu verfeinern, aber es gibt halt diese grundsätzlichen Sachen, die funktionieren. Sich damit auseinanderzusetzen und dann wirklich am Ball bleiben. Ja, immer wieder das Gleiche tun und die Sachen, wenn es mal ein paar Wochen nicht geklappt hat, nicht in Frage stellen, weil es erprobte Sachen sind. Und das einfach durchzuhalten. Das ist das, wir hatten uns heute darüber unterhalten, dass wenn jemand ein Geschäft hat, dann fängt er ja auch nicht an, dass, wenn es mal ein halbes Jahr nicht läuft, umzustellen. Also jemand hat irgendwie, er hat uns das mit dem Thema Eiskaffee, jemand hat einen Eiskaffee und jetzt hat er es vielleicht gerade im Herbst aufgemacht, weil er keine Ahnung hat und jetzt läuft es die ganze Zeit nicht und jetzt sagt er, okay, mache ich halt jetzt eine Dönerbude draus, dann läuft das wieder nicht, also mache ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein vietnamesisches Bistro daraus, sondern sagt, okay, warum läuft mein Eiskaffee nicht? Könnte vielleicht an der Jahreszeit liegen, schauen wir mal, was jetzt kommt. Also aber immer weitermachen, dranbleiben einfach an den Dingen und nicht immer alle Vierteljahre irgendwie versuchen, was Neues zu finden, den neuen heiligen Gral zu finden und da was Neues zu machen. Ja? Von deinen Erfahrungen her, wie lange braucht man, um erfolgreich zu sein? Und erfolgreich, sage ich jetzt, bedeutet ja, ich verliere kein Geld mehr und ich habe Selbstvertrauen, dass ich Geld verdiene. Wie viele Monate, Jahre? Oder? So oder auch. Also im Selbststudium glaube ich, dass man wesentlich länger braucht, weil man nicht die Anleitung von Anfang an hat von jemandem, der beispielsweise das schon lange Jahre erprobt hat. Da glaube ich schon, dass diese 10.000-Stunden-Regel zutrifft, um richtig gut zu werden. Diesen Weg kann man natürlich verkürzen. Ich habe ihn ja letztendlich versucht, erstmal selber zu machen. Jung und unerfahren, ne? Ich brauchte das Geld sozusagen. Heute würde ich mir immer versuchen, denjenigen zu suchen, der schon Ahnung hat, der es bewiesen hat und sie von ihm anleiten zu lassen. Dann geht es wesentlich schneller. Ich behaupte mal, in dem, was ich tue, dass das jeder, wenn man die Anleitung hat, innerhalb von 12 bis 24 Monaten vernünftig erlernen kann. Richtig gut und autark handeln. 3 bis 5 Jahre. Im Grunde wie jeder Beruf. Ja. Wie jeder Beruf. Und dann ist es aber eigentlich nach 5 Jahren schon relativ gut bezahlt, weil wenn du 5 Jahre studierst,
dann ist ja noch nicht mal gut bezahlt, weil dann fängst du ja gerade erst wieder irgendwo an und mit einem Einsteigergehalt, wenn du 5 Jahre lang Börse vernünftig machst, dann ist es eigentlich schon ziemlich gut bezahlt. Ne? Joachim, vielen Dank für deine Zeit. Du bist noch ein bisschen bei uns und ich hoffe, euch hat das ein paar Erkenntnisse gebracht. Also ihr seht, jeder kann das Ganze lernen. Es ist definitiv ein Handwerk, es ist keine Hexerei. Man muss natürlich ein paar Sachen einfach einhalten. Das heißt, sich eine Basis aufbauen, auf dieser Basis dann eben weitermachen und vor allen Dingen, du hast was ganz Wichtiges gesagt, man muss dranbleiben. Ja, also man muss dranbleiben. So, wir gehen jetzt, glaube ich, essen, besprechen das nochmal über die Zukunft unserer Töchter und Söhne und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, die euch beschäftigen, dann schreibt die mir unten in die Kommentare rein und euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.